Hallo meine liebe Freunde, heute neue Arbeit, habe ich neue Top gestrickt, schauen Sie, sehr schöne Farbe, sonnige, so schöne, ist so ist, andere Seite, ich zeige jetzt und erzähle, wie ich habe gestrickt diese Top. Meine wunderschöne sonnige Top. Ich habe gestrickt mit wieder mit Gründelwolle, Cotton. Das ist Baumwolle, 100%. Sehr schöne Wolle. Und ich habe verbraucht für diese Top mit große S. Ich habe verbraucht 300 Gramm. Moment, wie viel ist in eine? Ah, nein, ich lüge. Ich habe verbraucht 150 Gramm, weil ich habe verbraucht nur drei Stück. Drei Stück, es bedeutet 150 Gramm, ja? 150 Gramm für diese Top. Ich habe gestrickt mit Stricknadel Nummer 3. Von oben, ich habe gemalt hier, von oben mit V-Halsausschnitt. Von oben, ich habe angefangen mit Raglanlinie. Und es ist nicht schwer. Ich habe geschrieben, wie ich habe alles eingeteilt, alle meine Maschen. Für S schreibe ich hier groß S. So, für große S, ich habe 43 Maschen. Und dann eine Randmasche, dann Raglanlinie-Masche, dann 9 Maschen für Ärmel, wieder Raglanlinie, eine Masche, dann Rückenteil 19 Maschen, wieder Raglanlinie, eine Masche, wieder Ärmel 9 Maschen, dann Raglanlinie, eine Masche und Randmasche, eine Masche. So, Ende. Wir stricken so von hier, wir stricken, machen dann Aufnahme neben Raglanlinie von beider Seite. So, von beider Seite und dann stricken wieder zurück. Und so, wir stricken, bis wir haben genug Raglanlinie. Ich brauchte 21 cm lang meine Raglanlinie. Was noch wichtig? Für Vorderteil, wir haben keine Maschen. Ja, wir haben nur Randmasche, eine Masche. Und sofort, wir haben Raglanlinie neben Randmasche. Dann, wir müssen auch, wenn wir machen Aufnahme neben Raglanlinie, dann langsam Vorderteil auch wächst. Aber wir wissen, dass immer, wenn wir haben Rückenteil 19 Maschen, dann hier langsam, wir müssen diese 19 Maschen auch dazu machen. Aufnahme. Dann nach jede, wenn ich stricke, dann erstmal nach 3 cm, wenn ich habe gestrickt, Raglanlinie 3 cm, dann ich habe angefangen auch diese 19 Maschen dazu machen. Wie? Ich mache an rechter Seite immer von einer Seite eine Masche, neben Randmasche, so, neben Randmasche, ja, eine Masche plus, dann neben Raglanlinie, wie immer, ich mache von beider Seite Aufnahme und dann, wenn ich komme wieder auf diese Seite, auf andere Seite, dann auch neben Raglanlinie, so wie immer, neben jeder Raglanlinie, wir machen Aufnahme. Ich habe Aufnahme gemacht, 2 Maschen und dann neben Randmasche wieder eine Masche plus.
Und so, dann mache ich nach zwei Reihe immer wieder Nebenrandmasche Aufnahme, bis ich habe gleiche Zahl hier Vorderteil und Rückenteil. Wenn zum Beispiel Sie haben auf ihre Rückenteil, Sie haben 75 Maschen, dann Sie müssen auch auf Vorderteil auch 75 Maschen haben. Das muss gleiche Zahl sein. So, wenn ich bin fertig, dann habe ich zusammen zwei Maschen gestrickt und dann stricke ich einfach im Kreis schon meine Körperteil, ich stricke im Kreis, aber noch muss nicht vergessen, Unterärmel, ich habe auch dazu Aufnahme gemacht, sechs Maschen, ja, Ärmel, wir machen auf Faden lassen, so schauen Sie, diese Teil, so Ärmel, wir machen alle Maschen an Faden und hier unten, wir machen Aufnahme, sechs Maschen. Einfach aufnehmen Sie sechs Maschen, luftige sechs Maschen. Und dann stricken weiter. Dann machen neben andere Seite und die andere Ärmel auch sechs Maschen Aufnahme. Und stricken dann zusammen ganze Körperteil in Kreuz. Ja, wie ich habe auch gemacht, so ich liebe, wenn es zwei Teile haben wie ein Naht und ich mache immer von diesen sechs Maschen, was ich habe aufgenommen, mittlere zwei Maschen, ich mache immer als linke Maschen. Dann ich habe so schöne Naht. So sind sie von beide Seiten. Das ist von beide Seiten. Was noch? Dann, wenn Sie sind fertig mit Körperteil, Sie machen hier unten so drei Reihen. Habe ich eine Reihe linke Maschen, eine Reihe rechte Maschen, eine Reihe linke Maschen und dann ich habe alle Maschen zugemacht. So, so schaut es unten. Ich habe auch für große Ärmel gerechnet, wie viel Maschen brauchen Sie. Das ist Rückenteil 25, Ärmel ist 13 und natürlich für Raglanlinie und Randmasche vergessen Sie bitte nicht, ja? Vier Maschen für Raglanlinie und zwei Maschen Randmasche. Für L und XL Sie brauchen 69 Maschen. So, ich habe alles gerechnet. Und dann, wenn Sie sind fertig mit Körperteil, dann gehen Sie zum Ihre Ärmel und holen alle Maschen von Ärmel, so von Ihre Faden, wo war Maschen, und machen Sie auch unten luftige sechs Maschen für Armloch. Und stricken ein paar Reihe und machen sie alle Maschen zu. So, und dann ist fertig. Was ich zeige in diesem Video, schauen Sie diese wunderschöne Strickmuster. Was habe ich? Das zeige ich. Und auch Netz, weil ich habe kombiniert zusammen. Diese Strickmuster mit Netz. Ich zeige jetzt, wie wir stricken das. Für diese Muster, wir brauchen 12 Maschen plus 2 Randmaschen. So, erste Reihe. 12 Maschen plus 2 Randmaschen, 14 Maschen bitte anschlagen. Und stricken erste Reihe. So, erste Reihe, Randmasche, eine rechte,
2 zusammen rechts, Umschlag, 4 rechte, 2 zusammen rechts, Umschlag, 3 rechte, Randmasche. An linke Seite, alle Maschen sind linke Masche. Dritte Reihe, Randmasche, 2 zusammen rechts, so, Umschlag, eine rechte, Umschlag, 2 zusammen links, eine rechte, 2 zusammen rechts, Umschlag, eine rechte, Umschlag, 2 zusammen links, eine rechte, Randmasche. So, vierte Reihe, stricken, wie wir sehen, alle Maschen. Fünfte Reihe, Randmasche, 4 rechte, Umschlag, 3 zusammen, so, wir wechseln zweite und erste Masche und stricken 3 zusammen. Umschlag, 3 rechte, Umschlag, 2 zusammen links, Randmasche. So, sechste Reihe, stricken Sie alle Maschen links. Siebte Reihe, Randmasche, 4 rechte, zwei zusammen rechts, Umschlag, 4 rechte, zwei zusammen rechts, Randmasche, sorry, Umschlag, Randmasche. Achte Reihe, alle Maschen sind linke Maschen. Neunte Reihe, Randmasche, Umschlag, 2 zusammen links, eine rechte, 2 zusammen rechts. Schauen Sie richtig, dass Ihre Maschen schauen richtig rechts. Umschlag, eine rechte, Umschlag, 2 zusammen links, eine rechte. 2 zusammen rechts, Umschlag, eine rechte, Randmasche. Zehnte Reihe, stricken Sie bitte, wie Sie sehen, alle Maschen. Alle Maschen sind linke. Elfte Reihe, Randmasche, eine rechte, Umschlag, 3 zusammen. Erste und zweite Masche, wir wechseln mit Plätze. Und dann stricken alle drei zusammen. Umschlag, 3 rechte. Umschlag, 3 zusammen. Wieder, wir wechseln erste und zweite Masche mit Plätze und stricken 3 zusammen. Umschlag, 2 rechte. Und letzte, 12. Reihe. Alle Maschen sind linke Maschen. So, ist unsere Strickmuster fertig, schauen Sie. Und dann stricken wir wieder ab erste Reihe. So, und jetzt ich zeige auch, wie wir stricken solche Netz. Mit Musternetz. Sie können auch komplett ganze so Top stricken, ist auch schön, ja, Sommertop mit Netz. Oder stricken Sie zum Beispiel welche Pulli und auch Sie können kombinieren, machen Ärmel mit Netz
und alle andere so Vorderteil und Rückenteil ist glatt rechts oder glatt links gestrickt, ist auch nicht schlecht. Diese Netz ist Strickmuster teilbar mit zwei. So, ich habe, wie ich habe gestrickt, erste meine Strickmuster und ich stricke ein bisschen weiter so glatt rechts und jetzt stricken wir weiter Randmasche. Zwei Maschen links, Umschlag, zwei zusammen 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 links, Umschlag, Randmasche. So, an linke Seite, alle Maschen sind linke Maschen. Dritte Reihe. Randmasche, Umschlag, zwei zusammen rechts, Umschlag, zwei zusammen rechts, Umschlag, zwei zusammen rechts, Umschlag, zwei zusammen rechts, Umschlag, zwei zusammen rechts. Umschlag und zwei zusammen rechts. Es gibt so viele verschiedene Netze und Randmasche. Und alle Maschen an linker Seite sind linke Maschen. Schauen Sie, wir sind fertig mit unserem Muster. Ist nur vier Reihen. Und jetzt wir stricken wieder erste Reihe. So, das ist zwei beide Muster, was ich habe benutzt bei meiner wunderschönen sonnigen Sommertop. Hoffentlich, das wird gutes Wetter wieder und wir können schön Sommertop anziehen. Ich wünsche euch wunderschöne Wochenende. Bleiben Sie gesund. Ihre Strickmama, wir treffen uns wieder. Tschüss.